Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist die Kiwi. Und wie ihr seht, Nico ist auch da. Was steht hier? One apple a day keeps the doctor away. Das ist nice, oder? Hier ist der Philipp, arbeitet draußen auf seinem pinken Liegestuhl. Wo ist dein Handtuch? Ein Handtuch? Du musst doch reservieren. Wir sind hier nicht auf Mallorca, Mann. Wir müssen nicht um 6 Uhr morgens aufstehen und reservieren. Hä, aber ich hab... Ah, okay. Gut, dass du sagst. Danke. Und hier ist der View. Hier ist mein Standing Desk. Nico ist oben und auf irgendeinem Radiosender oder so via Skype. Ich esse jetzt hier mein Müsli und arbeite hier auf meinem Standing Desk und bin um 10 Uhr, also in einer halben Stunde, auch auf Skype verabredet mit Plant Proof. Der hat auch einen Podcast auf Englisch und freue mich mega, mit ihm eine Stunde zu reden. Und danach werdet ihr sehen, wir gehen Squash spielen. Let's go! Ich habe erst einmal in meinem Leben, glaube ich, Squash gespielt, vor 7 Jahren. Deswegen habe ich mir auf YouTube gerade die Regeln angeguckt und es den beiden beigebracht. Und jetzt spielen die sich ein und wir gucken mal. Deswegen schreibt mir unten rein, ob ihr gerne oder viel Squash spielt, ob ihr gut seid. Ich habe die Regel teilweise nicht ganz verstanden, aber es geht eigentlich nur um den Spaß. Und der Ball, der bounced irgendwie extrem schlecht. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Und jetzt sind wir hier am Wandern und wir haben gerade ein süßes Pony entdeckt. Philipp, hast du es gestreichelt? Nein, Kiwi hat es versagt. Mit Kiwi, Nico, du hast noch gar nichts gesagt in meinem Vlog. Ich komme später noch zu Wort. Das war's. Okay. Ja. Aber das ist ein anderes Video, das weißt du schon. Okay, dann bin ich der stille Begleiter. Weißt du was? Na, dass er noch gar nichts gesagt hat. Hier oben der Gletscher ist krass am Schmelzen und wir gehen jetzt halb um den See und wieder zurück. Let's go. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Wenn ihr eine Eigenschaft von Nico wissen wollt, dann dass er ziemlich lang braucht, oder? Also ich... Digga. Ich brauch Gras, Mann. Tanja ist echt krass, weil Frauen brauchen ja meistens etwas länger. Also nicht alle natürlich. Zum Beispiel Tanja, die ist extrem schnell und muss immer auf mich warten. Deswegen wurde ich immer schneller und schneller. Und Nico, der braucht echt lange, weil er muss noch sein B12 nehmen. Er muss noch das machen, das machen, das machen. Aber ja, halb so wild hier oben, denn... So schön hier, da kann man auch mal ein bisschen warten und klarkommen oder lernen, geduldig zu sein, denn das ist auch eine wichtige Eigenschaft, oder? Ich weiß nicht. Ist es eine wichtige Eigenschaft? Yes! Es ist eine wichtige Eigenschaft, nicht so. Wahr? Sag einfach ja. Nico. Findest du es eine wichtige Eigenschaft, geduldig zu sein? Ja, ihr müsst geduldig sein mit mir. Ich nehme als letztes rauskommt. So, wie hast du abgesperrt? Hast du wegschmeißen? Wird abgesperrt. Ja, habt ihr unten zugemacht? Ja, alles safe, oder Kiwi? Passt schon, sind ja nur 10.000 Wertsachen da drin. Ja. Philipp, wie fandest du Squash, Fazit? Anstrengend, ich habe so eine Muskelkater, aber es hat oder? Spaß gemacht. Aber ja, und du Nico? Weil Nico, müsst ihr wissen, ist ein Squash-König. Er hat uns so dezent die letzten 10 Games oder so abgezockt und hat nicht hat aufgehört zu reden, war in seiner Zone und hat uns einfach nur fertig gemacht, so 3-11. In der Zone, ja. Aber ihr wart trotzdem gute Verlierer. Aber wie findest du Squash? Ganz cool. Also es gibt sicherlich coolere Sportarten, aber mit euch hat Spaß gemacht. Nice, ja. Also ich fand es auch voll spaßig, aber Squash ist echt sehr gefährlich. Also das Verletzungsrisiko ist groß. Mein Fuß hat, also mein Zeh hat ein bisschen geblutet. Ich habe mich ein bisschen aufgerieben, weil ich bin einmal gestürzt, weil ich dem Ball hinterher gesprungen bin und das ist ja Parkett. Und es ist mega anstrengend, also was ja was Gutes ist, aber ich spiele lieber so Tischtennis, weil das ist, Tischtennis macht so Spaß. Wir spielen ja jeden Tag Tischtennis.
Und weil wir ja schon so viel Sport machen, will ich nicht unbedingt noch viel mehr Kalorien verbrauchen. Und Squash, da braucht man auch eine Halle, dies, das. Also es ist nicht so einfach wie zum Beispiel Tischtennis. Also ich habe mich in Tischtennis so verliebt, denn Nico ist der Schuldige. Er hat mich gefragt, ey, willst du mal Tischtennis spielen? Ich bin so, Tischtennis? So, ich habe das quasi nie wirklich viel gespielt und immer mehr. Ich wurde ein bisschen besser und es macht so Spaß. Und jetzt würde ich sagen, ich bin schon echt ganz gut, oder? Ja, gestern, finde ich, waren wir alle sehr ähnlich vom Niveau. Und macht extrem Spaß. Deswegen, in unsere coolen Menschen, die wir mal haben, kommt auf jeden Fall eine Tischtennisplatte rein. Ja, und dann laden wir euch alle ein und machen Turniere. Ja. Schaut euch mal den View an. Deswegen, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren und dann machen wir wieder Tischtennisturnier, oder? Ja, und dann hassen wir. Und dann hassen wir, wie jeden Abend. Und dann machen wir noch eine kleine YouTube-Action. Yes, sir. Aber bevor wir Tischtennis spielen, gehen wir noch in die Kapelle, denn... Oder habt ihr heute schon gebetet? Ja, zweimal. Heute ist schlechtes Wetter, aber es ist nicht so schlimm, denn die Luft ist so frisch und in Berlin ist es so heiß. Deswegen kann ich mich überhaupt nicht beschweren, lieber so als zu heiß. Und ich wollte den Vlog jetzt endlich mal zu einem Ende bringen, denn dieser Vlog war all over the place mit verschiedenen Tagen. Und ich zeige euch jetzt noch kurz einen Clip von dem Video, was ich mit Nico recorded habe, das bald auf Nicos Channel kommt. Da haben wir am Ende noch so geredet und er meinte so, nein, das schneide ich nicht in mein Video. Ich meinte, hey, das ist cool. Und er meinte, nein, dann meinte ich so, hey, ich schneide es in meinen Vlog und das seht ihr jetzt. In Berlin. Nice, jetzt habt ihr Nico besser kennengelernt, aber was mache ich hier eigentlich sein Outro? Denn es ist ja sein YouTube-Channel, deswegen, ja, ich fand es einfach cool, dass du dich hier geöffnet hast, ihr mehr über Nico erfahren konntet in diesem Video. Und ja, falls ihr noch nicht gemacht habt, subscribed, also abonniert Nico seinen Channel, gebt einen Daumen nach oben und fragt ihn Fragen unten. Er wird sicher Videos darüber machen, aber ich höre auf zu reden, denn das ist sein Channel und er ist frei darüber verfügbar, ihn zu gestalten und ja. Ja, sag mal immer noch, machst die Glocke an, damit Leute die Nachrichten... Also die Glocke, hast du die bei irgendjemandem aktiviert? Ja, auf jeden Fall. Ihr habt die bei allen wichtigen Channels abonniert. Ja, aber wo kriegst du die Nachricht? Oben bei den Dings, oder? Ja. Genau, das Ding ist halt, ich bin ja auch ein Content Creator und bei mir ist halt immer 99 plus oben so. Ich klicke da nicht drauf, sondern... Ist denn die Ausnahme nicht die Regel? Ja, für alle Content-Creator macht die Glocke halt keinen Sinn, aber für keine Content-Creator macht es auf jeden Fall Sinn. Deswegen, wenn ihr Nikos Videos hochwertig findet und es halt nicht verpassen wollt, denn die Abo-Box, die buggt manchmal ein bisschen oder da überseht ihr es besonders, wenn ihr viele Leute abonniert habt. Deswegen klickt auf die Glocke. Ich bin nur bei Tanja, bei meiner Freundin, auf der Glocke, so just for fun, aber weil ich halt da nie drauf bin. Ja, ihr habt die Glocke bei wirklich vielen aktiviert und fände es auf jeden Fall cool. Nice, und ja. Deswegen gerne Glocke abonnieren. Kriegst du nicht auf dem Handy auch Nachrichten davon? Das kann man ausschalten. Kann man ausschalten, genau. Ja, genau. Oder man hat das App gar nicht. Bevor es zu abseits wird, bis bald. So einfach? Ja. Nicht so, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Okay, das ist mein Outro. Ja. Aber bis bald ist ein bisschen kurz. Ja, okay. Kann man es noch reinschneiden jetzt? Wir sind noch live. Ja, wir schneiden das ja dann. Nein, das ist das Coolste, wenn du das drin lässt, glaub mir. Nein, weil das ist authentisch. Nein, jetzt sag, nein, das schneiden wir nicht raus. Das ist mein Video. Nein, auf jeden Fall, ich würde es drin lassen, das ist sehr authentisch. Ja, ich schneide es raus, aber alles klar. So, jetzt mach, oder bis bald passt auch schon. Also, es ist dein Channel, sei frei, ich rede dir nichts rein, ich lasse mein Outro, wie ich es finde und let's go. Alles klar. Machst du das hier noch Close-up? Wow, alles klar. Ja, und ich muss mir noch ein gutes Outro überlegen für meine Videos. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Okay, nach diesem völlig random Clip waren wir dann noch Tischtennis spielen. Und das war's auch schon. Jetzt bringe ich diesen aus 2,5 Tagen Vlog zusammen. Der nächste Vlog wird wieder einfach ein Tag, denke ich. Und ja, weil so viele coole Dinge passieren hier. So viele Sachen machen wir und wir arbeiten ja auch so viel. Leider ist Nico voll beschäftigt und muss jetzt sein Buch korrigieren und so. Dass wir nicht ganz so viel mit ihm machen, wie ich geplant hatte. Aber die Zeit ist hier so schön. Ich mache auf jeden Fall noch einen Vlog. Zum Beispiel, wenn wir morgen Downhill fahren oder so. Wir genießen jetzt unser Schlechtwettertraining. Aber dank Philipp haben wir hier dieses coole
kleine Fleckchen, was trocken ist. Und spürst du es, Bro? Wie frisch diese Luft hier ist? Ja, Mann. Crazy. Kiwi ist hier. Schau mal, das hier ist ihre Ecke. Hier hat sie mal so ihr Disneyland. Hier hat sie alle möglichen Steckchen zum Spielen. Kiwi, wow, hast du den schon entdeckt? Wow, da kann man ja richtig rumspielen, ne? Fein. Ja, danke fürs Einschalten. Oh, hier ist nass. Bis zum nächsten Mal. Vegan Savage Merch. Link im Bio. Und Philipp hat das. Danke fürs Filmen. Ist hier nicht kalt, sag mal? Mir ist nicht kalt, mir ist warm. Ja? Ich bin hier doch gerade. Okay, ja, du hast recht, mir wird auch langsam warm. Denn Philipp macht Ganzkörpertraining und hat schon die Beine durch. Und da wäre mir auch schon warm. Und ich fange gerade an mit Oberkörper. Und eigentlich sollte Nico mittrainieren, aber ihr müsst dies machen. Nico ist echt so kleine Schwester. Oberhustler, dass er so viel immer zu tun hat. Aber halt die Basics wie Training, so die sind halt einfach bei mir eine riesen Priorität, dass ich die nicht skippe. Anyways, aber ich bin stolz auf Nico, er trainiert hier richtig gut, nimmt sein Kreatin, nimmt sein Proteinpowder, isst richtig viel wie ein Scheunendrescher, ist im Kalorienüberschuss und macht gute Gains, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, er bleibt so motiviert, dass wenn wir auch in Berlin sind. Anyways, ich zieh's gerade unnötig in die Länge. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, peace. Dun 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 dun. Out. Ich soll was sagen, okay. Peace. Out. Nee, nur out. Okay.